Die Devisenbörse heute mit Stefan Gädel von der HSH Nordbank. Schönen guten Tag, Herr Gädel, nach Hamburg. EZB-Direktor Jens Weidmann hat ja beim G20-Gipfel in Moskau jetzt gesagt, dass die Geldschwemme weitergehen müsse. Wie schätzen Sie das Umfeld für den Euro derzeit ein? Ja, momentan sieht es gar nicht so gut aus, Herr Damm. Die Rezession in der Eurozone hält an und macht allen zu schaffen. Und die Diskussion über die Krisenländer wie Portugal und Griechenland ist erneut aufgeflammt. Das ist alles nicht so schön. Und wenn man auf die Renditen der Staatsanleihen blickt, ist der Anstieg der Peripheriespreads schon besorgniserregend. Darin spiegelt sich ja die Angst der Marktteilnehmer davor wider, dass die Konsolidierung der Staatshaushalte in den Krisenländern nicht so vorangeht. Und deshalb liegen die Zinsen in vielen Ländern doch noch viel höher, als es sich eigentlich so die EZB wünscht. Und Druck auf den Euro kommt zudem ja auch noch aus den USA. Die US-Wirtschaft wächst ja moderat und die Fed wird voraussichtlich ja ihr Anleiheankaufprogramm reduzieren. Jetzt stehen wir noch am Anfang der Woche, besser gesagt. Es kommen ja noch einige Daten in dieser Woche, die natürlich auch das Währungspaar Euro-Dollar hier bewegen werden. Was sind die größten Impulsgeber dieser Woche? Ja, das wird am Mittwoch die Veröffentlichung der Einkaufsmanager-Indizes für Eurozone, Deutschland und Frankreich sein. Und ich gehe davon aus, dass wir Anzeichen für eine baldige Erholung bekommen. Und am Donnerstag folgt dann noch der IFO-Geschäftsklimaindex und der sollte zumindest stabil bleiben und den vorsichtigen Aufwärtstrend der deutschen Wirtschaft untermauern. Ebenfalls am Donnerstag kommen in den USA die Auftragseingänge für die langlebigen Wirtschaftsgüter. Und sie sollten zumindest die Konjunkturaussichten für die Vereinigten Staaten bestätigen. Unterm Strich erwarte ich eigentlich diese Woche bei Euro und Dollar keinen eindeutigen Gewinner. Dann schauen wir etwas länger auf das längerfristige Bild. Besser gesagt, welche Marken sind denn wichtig beim Euro-Dollar, die einen Ausbruch anzeigen würden? Ja, nach oben ist das 1,32,5 und dann kommt schon der Bereich 1,33,8. bis 1,34, das wäre nach oben der Ausbruch, nach unten Unterstützung bei 1,31,0. Ja, und ja, psychologisch sowieso immer die 1,30. Dann gehen wir mal weg von dem Währungspaar Euro-Dollar, schauen nach Japan. Da hat ja der Regierungschef Shinzo Abe die Wahlen im Oberhaus für sich entschieden. Was heißt das für die Geldpolitik in Japan und damit natürlich auch für den Yen? Ja, unmittelbar auf die Geldpolitik wirkt das eigentlich ja nicht. Der Yen hat jetzt etwas profitieren können und alle Augen richten sich jetzt auf die Regierung Abe, die ja ihre vage angekündigten Reformen umsetzen muss. Geht das nicht so zügig voran wie erwartet, ist der Vorteil dann auch leicht wieder verspielt und dann wird der Blick erneut wieder auf die extrem expansive Geldpolitik der Bank of Japan gelenkt. Also ich glaube, dass der Abwertungsdruck auf den Yen schon bald wieder deutlich werden sollte. Und dann wird es der Yen schwer haben, gegenüber dem US-Dollar die Marke von 100 zu unterschreiten. Sagt Stefan Gädel, Devisenexperte bei der HSH Nordbank. Danke für die Einschätzungen und einen schönen Tag noch. Ja, wünsche ich Ihnen auch. Danke für die Fragen, Herr Damm. Tschüss.